Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Seelisvagantist. Wir haben heute den 18. Dezember 2017. Ich habe heute eine Pressemitteilung geschrieben. Werbung für Abtreibung, für das Menschenrecht auf Informationsfreiheit zum Thema Schwangerschaftsabbruch. In dem Text erwähne ich mehrere Schriften und Bücher, aber die zitiere ich nicht alle, einfach um die Pressemitteilung nicht zu lang werden zu lassen. Deswegen möchte ich hier noch ein paar Zitate in diesem Video anfügen. Was ich in der Pressemitteilung zitiere, ist vor allem die Enzyklika Casti Coniubii über die Ehe. Der Autor Papst Pius XI. Geht darin auch auf das Thema Abtreibung ein. Und da schreibt er, dann muss man auch, ehrwürdige Brüder, ein anderes sehr schlimmes Verbrechen erwähnen, durch das ein Anschlag auf das Kind im Mutterschoß geschieht. Manche wollen, dass dies erlaubt und dem Gutdünken der Eltern überlassen sei. Der Papst erwähnt dann die verschiedenen sogenannten Indikationen, wie zum Beispiel die medizinische Indikation, was die medizinische, die Heilindikation, um den Fachausdruck zu gebrauchen, betrifft, so haben wir schon gesagt, wie leid uns eine Mutter tut, der infolge ihrer von Natur geforderten Pflichterfüllung schwere Gefahren für die Gesundheit, ja für das Leben drohen. Doch wo könnte es einen hinreichenden Grund geben, irgendwie die direkte Tötung unschuldigen Lebens zu erlauben? Denn darum handelt es sich hier. Ob man das der Mutter antut oder dem Kinde. Es ist gegen Gottes Gebot und die Stimme der Natur, du sollst nicht töten. Denn beider Leben ist gleich unverletzlich und es zu töten kann auch der Staatsgewalt nicht erlaubt sein. Dann heißt es weiter, die Staatsoberhäupter schließlich und Gesetzgeber dürfen nicht vergessen, dass es Pflicht der Obrigkeit ist, durch entsprechende Gesetze und Strafen das Leben Unschuldiger zu schützen, umso mehr, je weniger die, deren Leben gefährdet und bedroht ist, sich verteidigen können. Zu diesen gehören in erster Linie die Kindlein im Mutterschoß. Wenn die Behörden diese Kleinen nicht nur nicht schützen, sondern durch Gesetze und Verordnungen zulassen oder gar veranlassen, dass sie durch die Hände von Ärzten und anderen Personen getötet werden, so sollen sie bedenken, dass Gott Richter und Rächer unschuldigen Blutes ist, das von der Erde zum Himmel schreit. Moraltheologische Schriften von Priestern, katholischen Priestern, zitiere ich in meinen Texten zum Thema Abtreibung auch öfters. Hier jetzt mal den wahrscheinlich bekanntesten Autor, Dr. Herbert Jone, in dieser Schrift Katholische Moraltheologie. Ich habe hier die 7. Auflage von 1936. Und da heißt es, direkte Tötung des Fötus ist immer schwer sündhaft, ein Mord. Selbst um das Leben der Mutter zu retten, ist es deshalb nicht erlaubt, das lebende Kind zu zerkleinern, zum Beispiel durch Kraniotomie, Embryotomie und so weiter. Ebenso ist Abtreibung der Leibesfrucht immer unter schwerer Sünde verboten, auch wenn sonst Kind und Mutter sterben müssen. Das gilt auch bei extrauteriner Schwangerschaft. Aber es gibt eben nicht nur die katholischen Kleriker, die sich in der Hinsicht klar aussprechen. Eine der bekanntesten Autoritäten im Bereich Anatomie ist da sicherlich, oder war wahrscheinlich, Professor Dr. Med. Erich Blechschmidt. Ich habe hier das Buch »Wie beginnt das menschliche Leben?«
die sechste Auflage von 1989. Da ist am Anfang so eine Kurzbiografie von Blechschmidt. Erich Blechschmidt ist Professor für Anatomie. Er war von 1942 bis 1973 Direktor des Anatomischen Instituts der Universität Göttingen. Das Buch ist also sehr stark biologisch informativ, sind auch viele Zeichnungen, zum Teil auch Fotos über die Embryonalentwicklung. Direkt im Vorwort heißt es: Die Entwicklung des Menschen als Individuum, Individualentwicklung, beginnt mit der Befruchtung. Klare Aussage, sehr gut begründet. Und am Schluss gibt es noch ein Kapitel zur Personalität des Menschen. Da heißt es: Wissenschaftlich besteht heute Übereinstimmung darüber, dass der menschliche Keimling biologisch von der Befruchtung an menschlich ist. Im Besonderen infolge seiner Chromosomen. Praktische Erwägungen der Klinik haben zwar dazu veranlasst, den Beginn der Schwangerschaft als einen besonderen Zustand der Frau mit der Einnistung des Eis gleichzusetzen. Damit ist die Menschlichkeit des Keims von Anfang an jedoch nicht geleugnet. Wichtiger Gedanke noch, Aussage, dass die Schwangerschaft erst mit der Einnistung, also etwa nach 5 bis 6 Tagen nach der Befruchtung, beginnt. Blechschmidt weist noch darauf hin, dass das menschliche Leben schon mit der Befruchtung beginnt und die Schwangerschaft, also sofern nur ein besonderer Zustand der Frau bzw. einen besonderen Ort des Menschen ist. Aber das menschliche Leben beginnt eben mit der Befruchtung. So, hier das Buch von Professor Dr. Klaus-Ulrich Benner, Der Körper des Menschen, das Wunderwerk des menschlichen Körpers, Aufbau, Funktion, Zusammenwirken, Abläufe und Vorgänge. Das Copyright für diese deutschsprachige Ausgabe ist von 1990. Im ersten Kapitel, Wachstum und Entwicklung, heißt es: Das menschliche Leben beginnt mit der Befruchtung. Samen und Eizelle verschmelzen miteinander und bilden eine sogenannte Zygote. Klare Aussage. Hier ein Schulbuch von 1989, glaube ich. Biologie heute, 2G. Und da ist am Schluss ein Abschnitt zum Thema Abstammungslehre. Da wird auch wieder diese biogenetische Grundregel aufgetischt mit den Entwicklungsstufen oder den Evolutionsstufen bei der Menschenentwicklung. Also durchläuft der Mensch ein Fischstadium. In einem frühen Entwicklungsabschnitt gleichen die Embryonen von Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugern einander zum Verwechseln. Nun ja. Aber auch solche Evolutionsgläubige kommen zu dem Schluss: Das bedeutet aber keinesfalls, dass der Mensch irgendwann während seiner Entwicklung ein Fisch oder ein Reptil ist. Es heißt nur, dass in der Entwicklung eines Lebewesens Anlagen von Merkmalen stammesgeschichtlicher Vorfahren vorübergehend auftreten. Der Mensch ist in seiner Keimesentwicklung aber von Anfang an aufgrund seiner Erbanlagen ein Mensch. Niemals könnte aus dem menschlichen Embryo etwas anderes als ein Mensch werden. Schulbuchverlag Schrödel. Das hier ist ein Buch wohl aus einer Reihe, Juniorwissen. Dieses Buch beschäftigt sich mit dem Thema
Der Mensch, so der Titel. Der Verlag Unipart veröffentlicht also ganz verschiedene Bücher, zum Beispiel auch Kochbücher habe ich gesehen. Autorin ist Susanne Arndt. Das Buch ist aus dem Jahre 1995. Und in dem Kapitel Ein neues Leben beginnt, ist der erste Abschnitt. Die Entstehung eines neuen kleinen Menschen ist immer wieder ein Wunder. Unvorstellbar aber wahr. Das Leben von jedem Menschen beginnt mit einer einzigen Zelle, der befruchteten Eizelle. Sie entsteht, wenn eine Samenzelle des Vaters und eine Eizelle der Mutter miteinander verschmelzen. Dieses Ereignis nennt man Befruchtung oder Empfängnis und es ist der Startpunkt für ein neues Leben. Jetzt setzt eine fantastische Entwicklung ein, bis schließlich nach 9 Monaten ein etwa 50 cm großes Baby das Licht der Welt erblickt. Danach vergehen aber noch viele Jahre, bis aus dem Menschlein nach der Kindheit und Jugendzeit ein erwachsener Mensch geworden ist. Sicher, es gibt Entwicklung, aber die dauert eben auch sehr lange, bis zum Tod. Und die Entwicklung des Menschen beginnt mit der befruchteten Eizelle. So, chronologisch müsste das hier jetzt sein. Meyers Memo, das Wissen der Welt nach Sachgebieten. Das Buch hat nicht nur ziemliche Masse, sondern wohl auch ziemliches Gewicht. Meyers Lexikon Verlag ist ja eine ziemliche Größe. Und ja, verschiedene Themen, wie eben Völker und Sprachen der Erde, das Universum, Länder der Erde, Fauna und Flora, Sport und eben auch Körper und Gesundheit. Und in diesem Abschnitt Körper und Gesundheit gibt es ein Kapitel Schwangerschaft, die Entwicklung des Fetus. Sobald Sperma und Eizelle zu einer einzigen Zelle verschmolzen sind, befruchtet das Ei, beginnt die Entwicklung des Kindes. Kind mit der verschmolzenen, befruchteten Eizelle. Dann von Dr. Philip Whitfield, der menschliche Körper, ein Wunder der Natur. So funktionieren Muskeln, Nerven und Organe. Das Buch ist Copyright 1995 bzw. deutschsprachig 2003. So. Und in dem Abschnitt Fortpflanzung und Wachstum, im Kapitel die Befruchtung, einleitend. Bei der Befruchtung treffen die Eizelle der Frau und die Samenzelle des Mannes zusammen. Das ist der Beginn eines neuen menschlichen Lebens. Gut, also klar, biologisch Beginn des menschlichen Lebens mit der befruchteten Eizelle und in dem Schulbuch, anscheinend jedenfalls, Bayerischer Schulbuchverlag ist das, glaube ich, ja, Bayerischer Schulbuchverlag, München, das Buch Menschenkunde von Reinhold Pfandzelter, 7. Auflage, 2. Nachdruck 1989. Da heißt es zur Fortpflanzung: Das Wesen der Befruchtung ist A. Durch die Vereinigung der beiden haploiden Chromosomensätze der Keimzellen entsteht die erste Körperzelle des Kindes mit diploidem Chromosomensatz, Neukombination der Erbanlagen. B. Es kommt zur Geschlechtsbestimmung. Das Zusammentreffen von XX-Chromosomen bedeutet weibliche Geschlechtsbestimmung, das von XY-Chromosomen männliche Geschlechtsbestimmung. C. Sie löst die Keimesentwicklung aus. Und dann gibt es noch einen Abschnitt über die Empfängnisverhütung. Da heißt es, ein besonderes Problem wirft die Pille danach, nach dem Beischlaf, Morning-After-Pill, auf.
Durch hohe Östrogengaben lässt sich die Nidation, Einnistung der befruchteten Eizelle in die Uterusschleimhaut, verhindern. Je nachdem, ob die Menschwerdung mit der Befruchtung beginnt oder mit der Nidation, die Anzeichen darüber gehen auseinander, handelt es sich um ein Abtreibungs- oder Empfängnisverhütungsmittel. Blechschnitt hatte ja gesagt, dass man meinetwegen technisch sagen kann, die Schwangerschaft als ein besonderer Zustand oder ein besonderer Ort des Kindes im Mutterleib beginnt erst mit der Einnistung. Aber das menschliche Leben beginnt mit der befruchteten Eizelle. Und hier steht ja auch, befruchtete Eizelle ist die erste Körperzelle des Kindes. Es ist also abwegig zu sagen, mit der Pille danach zum Beispiel, also mit der Tötung des Kindes vor dem Eintritt in die Gebärmutterschleimhaut, wäre noch keine wäre also noch keine Tötung eines Menschen gegeben. Auf gar keinen Fall kann man aber sagen, dass so lange noch keine Tötung eines Menschen besteht, solange das Kind sich noch im Mutterleib befindet. Aber genau das wird ja von vielen Leuten behauptet. Das ist ja die Grundlage für das weltweite Abtreibungsproblem. Und nicht nur das Abtreibungsproblem. In einer Pressemitteilung geht es ja auch darum, erwähne ich ja auch, dass ein Lebensschützer zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung verurteilt wurde, weil er eben gesagt hat, dass Menschen im Mutterleib Menschen sind. Ja? Das heißt ja natürlich auch, dass jemand, der ein Kind abtreibt, einen Menschen tötet. Und das ist eben, klare Aussage, habe ich zitiert, ein Mord. Eine schwere Sünde, ein Mord. Insofern bin ich also durchaus dafür, dass Informationsfreiheit zum Thema Schwangerschaftsabbruch besteht. Jeder soll sich informieren dürfen und jeder soll das Recht haben, andere zu informieren. Aber eben nicht mit Falschinformationen, nicht mit Lügen, sondern mit der Wahrheit.